Living Planet heißt die Mission des Satelliten GOCE. In 270 Kilometer Höhe soll er in 90 Minuten einmal die Erde umrunden und ab 2009 erstmals Daten liefern über klimarelevante Effekte im System Erde. Ein Projekt mit enormer Reichweite. Daran beteiligt ist die Technische Universität München. Mit ihrem Zukunftskonzept Unternehmerische Universität investiert sie in sehr vielfältige, innovative Forschungsprojekte. Professor Rainer Rummel ist der Projektleiter von GOCE. Wenn wir über globalen Wandel reden, dann sind Satellitenverfahren natürlich sehr, sehr interessant. Hier wird das erste Mal ein Messverfahren realisiert, Gravitationsgradiometrie. Das heißt, das ist ein vollkommen neuer Ansatz, auf den wir eigentlich stolz sind, dass der nun endlich gelingt. Was wir davon erwarten ist, mit diesem Experiment wird es erstmals gelingen, direkt mit Messdaten die Ozeanzirkulation zu erfassen. Die Hälfte unseres Wärmetransports vom Äquator zu den Polgebieten geschieht in den Ozeanen, sodass es sehr wichtig ist für die Ozeanographen, ein Verständnis dafür zu haben, ob Veränderungen in diesem Zirkulationssystem auftreten. Das zweite Wichtige, was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, Gravitation ist ja Massenanziehung. Es sollte eigentlich gelingen, ein Stück in die Erde hineinzuschauen. In Kombination mit geophysikalischen Daten ist das wirklich möglich und wird neue Erkenntnisse zum Aufbau und zur Dynamik von unserem Planeten liefern. Professor Rainer Rummel wurde 2006 als Fellow des Institute for Advanced Study ernannt, das Herzstück des Zukunftskonzepts. Im IAS sollen Forscher sich für eine gewisse Zeit ganz der Forschung widmen, befreit von Administration und Lehre. Ein Neubau entsteht gerade auf dem Campus Garching. Bis zu 40 Professoren und internationale Spitzenforscher werden hier in interdisziplinären Fokusgruppen zusammenarbeiten und außergewöhnliche Ideen entwickeln. Das Arbeitsumfeld soll sie ermutigen, neue Wege abseits der ausgetretenen Pfade etablierter Forschungsfelder zu gehen. Unternehmerischer Geist bedeutet an der TU München vor allem, die Vielfalt der Begabungen zu fördern und zusammenzuführen. Im Kontext von Spitzenforschung heißt dies ein Maximum an individueller Freiheit und eine funktionierende, wissenschaftsfreundliche Administration. Wer Spitzenkräfte anwerben möchte, der muss auch im Recruiting ungewöhnliche Wege gehen. Zur unternehmerischen Kultur der TU München gehört es, Paare bei ihrer Doppelkarriereplanung optimal zu unterstützen. Denn heute haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen meist selbst hochqualifizierte Partner, die entsprechende Berufsperspektiven haben möchten. Der Fall allerdings, dass eine Professorin berufen ist und ihr Partner nun eine neue Stelle braucht, ist noch immer selten. Die speziellen Schwierigkeiten bestehen darin, dass ich eigentlich eine sehr gute Stelle im Moment habe. Also ich bin verbeamtet im Nachbarland in Baden-Württemberg und möchte eigentlich ungern auf die Verbeamtung verzichten. Für unsere Situation ist einfach gut zu wissen, es gibt da jemanden, der behilflich ist, der versucht, auch vielleicht ein paar Wege zu ebnen und Vorabkontakte zu knüpfen. Das ist einfach eine große Unterstützung. Die Personalentwicklerin Kerstin Dübner-Gie leitet das Munich Dual Career Office, das an der TUM in den Berufungsbereich integriert ist. Dübner-Gie kümmert sich um die Suche nach qualifizierten und attraktiven Jobs für den jeweiligen Partner, die es ermöglichen, die begonnene Karriere in München fortzusetzen. Übrigens häufig ein zentrales Entscheidungskriterium für viele Spitzenbewerber. Inzwischen haben solche Angebote bei vielen Berufungen den Ausschlag für die TU München gegeben. Ich habe Kontakt aufgenommen mit den unterschiedlichsten Bereichen aus Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aber auch aus dem Bereich Bildung, Kultur und Soziales in München. Und im Prinzip ist heute ein Netzwerk entstanden, auf das ich sehr stolz bin. Ich habe jetzt innerhalb der ersten 11 Monate 55 Anfragen, was bei einem Berufungsdurchschnitt von ca. 40-50 im Jahr wirklich ein sehr hoher Anteil ist. Unternehmerisches Denken heißt für eine Universität auch, sich frühzeitig dem Nachwuchs zu widmen. Die TUM bringt neueste Forschungsergebnisse direkt in die Schulen und möchte Schüler für die Wissenschaft begeistern. Das Gymnasium in Miesbach ist eines von 14 sogenannten Referenzgymnasien, die eng mit der TUM daran arbeiten, Forschung in die Schule zu bringen. Meine Erfahrung ist, dass das sehr motivierend wird für die Schüler, dass das Interesse außerordentlich groß ist und dass der eine oder andere durchaus ein neues Interessengebiet gewinnt dadurch. Seitens der Universität sehe ich die Aufgabe darin, dass Lehramtsstudenten aktuelle Forschung positiv erleben, denn nur eine
ein positives Erleben kann auch in dieser Weise rübergebracht werden. Und ein Lehrer, der für seine Sache brennt, versteht es im Allgemeinen sehr, seine Klasse auch zu begeistern. Wer an der TUM für das Lehramt studiert, muss vom ersten Tag seines Studiums an einem dieser Referenzgymnasien praktische Erfahrungen in der Klasse sammeln. So werden schulische und wissenschaftliche Lehre miteinander eng verzahnt und der zukünftige Lehrer merkt schnell, ob ihm der Beruf auch liegt. Aber auch berufserfahrene Lehrer können sich an der TU München wissenschaftlich weiterbilden. Frau Dr. Möhringer ist Lehrerin und forscht gleichzeitig als TUM-Comenius-Stipendiatin an der Zukunft des Gymnasiums. Ihr Forschungsprojekt, der Entwurf eines Universitätsgymnasiums. Dabei geht es darum, eine Schule zu konzipieren, die verstärkte Naturwissenschaften anbietet, aber auch den Schülern ermöglicht, methodisch etwas freier zu arbeiten, als man es vielleicht im traditionellen Unterricht gewohnt ist. Das heißt, die Schüler sollen möglichst viel experimentieren, in Labors arbeiten, kleine Forschungsarbeiten selbst schreiben, ja, und einfach viel selbst erfahren. Alle diese Maßnahmen dienen der Schaffung international wettbewerbsfähiger Kompetenzfelder. Die TUM möchte bei ihren Mitgliedern das Bewusstsein dafür schärfen, sich als Teil einer Universität der Chancen zu begreifen und so optimale Arbeitsmöglichkeiten in einem Klima von Leistung und Loyalität zu schaffen.